kaum in Albanien angekommen, wird's schon eng. Und tief hier mit den Bäumen. Hast du noch nicht gefrühstückt? Schnellste Grenze in ganz Europa. Hat ungefähr 5 Minuten gedauert, von Montenegro raus und nach Albanien wieder reinzureisen. Achtung hier, ne? Boah. Ups. Pass auf deine Nase auf, Gruber. Hier kann man sich nochmal entscheiden, rechts oder links. Da müssen wir lang. Da wollen wir hin. Da ist ein Restaurant und man kann da auch stehen. Am Skutari. Direkt am See. Am Skutari See. Alban. Also sehr nett, sehr freundlich und sprechen gutes Englisch, das ist ja immer schön. Und das Restaurant hat auf bis heute Abend um 10. Ja. Und wir können uns da auf die Wiese einfach draufstellen, wo die anderen auch stehen. Also fahren wir jetzt da. Wenn wir da drauf kommen. Der Platz ist offensichtlich bekannt. Wir haben ihn ja auch auf Park for Night gesehen. Und wir wollen jetzt auch auf dieses Halbinselchen. Und hier hinten gehen wir heute Abend essen. Also ich finde, der Weg sieht sehr schmal aus, aber ich bin ja immer die Spaßbremse. Für den Tom ist das ja alles kein Problem. Und wir fahren da durch und suchen uns ein schönes Plätzchen. Kein Problem für den Krümel. Ein Traumplätzchen. Frühstück fängt schon mal gut an hier. Besten Wetter in Albanien. Kurzer Grenzübergang. Normalerweise ist die Karre wieder kaputt. Der Zug hat sich 3 cm gelenkt. Und ich weiß nicht, wo die herkommen. Kann ja eigentlich nicht sein, ohne dass diese Außenhülle beschädigt ist. So, wir stehen hier. Ich würde sagen, auf dem Campingplatz ist es nicht besser. In der ersten Reihe zum Skutari-See. Also das hat hier die absolute Friedlichkeit, den Vögeln. Schaut euch das mal an, das ist ja der Hammer. So, Kuba hat auf jeden Fall schon mal wieder seinen Spaß hier. Ist das idyllisch. Kinder, ist das nicht eine perfekte Atmosphäre hier? Unser erstes albanisches Abendessen und dann mit so einer View hier. Besser geht's ja gar nicht. Jetzt muss nur noch das Essen gut sein. Was ich aber glaube. Und weißt du schon, was du bestellst? Typisches albanisches Bier, Kocha. So, wie schmeckt deine Vorsuppe? Super. Deine Vorspeise? Ja, super. Chicken Soup? Chicken Soup mit Brötchen. Ja, ich war ja auch ganz bescheiden. Ich habe mir eigentlich nur 2 Vorspeisen bestellt. Und dann kommt sowas hier, ne? Also ein... Kriegen wir dich satt, ne? Ganzen Fisch. Scheibe. Scheint ja ein ganz schön dicker Karpfen gewesen zu sein, ne? Ich habe es natürlich nicht geschafft. Aber ich glaube, das ist eher so, dass man mit mehreren Leuten dann 1, 2 so Tapas bestellt und sich das dann teilt.
Alles andere macht keinen Sinn, weil für eine Person so ein Auflauf als Beilage. Oder die Albaner essen dreimal so viel wie wir. Ich weiß es nicht. Ja, die essen gern. Sehr sympathisches Volk. Guten Morgen am Skutari-See. Guck mal, die Nachbarn sind schon beim Frühstück. So, heute stehen wir hier ganz alleine. Ich denke, das liegt am Wetter. Es ist irre warm noch. Also ich schätze mal so 25 Grad locker. Aber die Sonne ist halt nicht da. Da sind alle weggefahren. Und das ist eigentlich ein traumhaftes Gelände hier. Kuba nutzt natürlich den Freiheitsgrad direkt, dass er jetzt frei rennen darf. Mit meinem Leerlaufzug beschäftigt. Nachdem der an der Grenze wieder ausging, habe ich nochmal alles eingestellt. Irgendwie ist der 3 cm hier, diese Entfernung, ist nach oben gekommen, damit er jetzt, wahrscheinlich habe ich den zu locker gespannt. Jetzt habe ich alles nochmal festgemacht. Mir ist noch nicht ganz klar, hier ist so eine Kontermutter. Wenn ich die anziehe, kann ich ja nichts mehr verstellen hier. Und wenn ich die lose mache, dann verstellt er sich von selber. Also irgendwie skurril. Ja, vielleicht weiß irgendeiner, ich habe sie jetzt festgezogen, wie man es genau einstellt. Ich hatte euch das ja schon gezeigt, diese Feder hier, die ist mir hier abgerissen. So, ich habe jetzt einen Freund gebeten, mir eine neue zu besorgen. Vielmehr, der hat auch so einen gleichen LKW, die eine nachmachen zu lassen und mir die zu schicken. Das dauert natürlich eine Zeit, deshalb versuche ich die jetzt umzubiegen. Und hier wieder einzuhängen. Mal gucken, ob es gelingt. Also eine Wendel kürzer zu machen. Schon wieder was zum Basteln gefunden? Nee. Nee. Ich will eigentlich nichts basteln. Ich will reisen, fahren. Aber manchmal bleibt es halt nicht aus. So, mal gucken, ob das gelingt. Ein bisschen Gewalt hier. Kommt schon ein Helferlein. So, schön ist anders. So wie auf der anderen Seite, da haben wir damals ja auch lange rumgebogen. Aber es wird wohl gehen. Ich versuche das jetzt mal einzuhängen. So, ich würde sagen, Problem ist mal für kurze Zeit gelöst. Sieht schon halbwegs professionell aus. Ich muss jetzt ein bisschen fester auf die Kupplung treten, weil es fehlt natürlich ein Gewindegang. Schaut mal, wie geil das jetzt aussieht da. Die Sonnenstrahlen durch das Wolkengebirge kommen. Cool. Man kann unschwer erkennen, wo wir gestanden haben, ne? Tschüss, Skutari-See. Jetzt fahren wir erstmal hier raus. Und dann erzählen wir euch, wo wir als nächstes hinfahren. Die richtige Schweinenahrung ist. Nein. Ist das vorbei? Achtung, Achtung. So, wir müssen links. So, wir sind jetzt in Skodra. So, wir machen gerade mal einen kleinen Zwischenstopp hier. Wir sind bei Skodra und hier gibt es so eine alte Brücke aus dem 18. Jahrhundert, die Ura Emesit. Und die gucken wir uns jetzt mal zusammen an mit euch. Und danach fahren wir weiter Richtung Koman-Stausee.
Da wollen wir morgen mit der Fähre einmal hoch und runter fahren. Wir haben uns überlegt, wir machen das ohne Krümel, weil das ist schon richtig teuer. Und als Passagiere nur zu Fuß hin und zurück, das kostet nur ein paar Euro, machen wir so eine kleine Flusskreuzfahrt sozusagen. Und für einen Krümel würde es 160 Euro kosten, ne? Ja, genau. Ja. Also, plus die Passagiere. 160, also das wird nach Quadratmetern berechnet, die der Platz braucht. Und wir bräuchten 20 Quadratmeter. Ja, jetzt sind wir an der Mesri-Brücke. Ich finde sie toll, ne? Ja. Das ist eine alte osmanische Brücke aus dem 18. Jahrhundert hier in Shkodra. Und wie sie aussieht, wird da auch gerade dran gearbeitet. Ich habe gelesen, die hat 15 Bögen und ist ungefähr knapp über 100 Meter lang. Selbst die neue Brücke ist wenig vertrauenserweckend, sodass ich so ein bisschen mit zittrigen Knien hier langlaufe. So, die Jungs rufen Deutschland, wie geht's euch? Jump! Jawohl! Also ich finde ja, die New Bridge ist auch eher schon eine Old Bridge. Aber sie hat gehalten. Juhu! Also jetzt gibt es kein Zurück. Hier ist jetzt Stichstraße. Wir fahren jetzt zu der Komani Lake Ferry. Mal gucken, dass wir einen Parkplatz kriegen. Müssen wir uns hier so an die Seite irgendwo stellen. Steht auch einer. Auf 30, maximal. Ja, 20. Ja. Wie hügelig ist das? Schlaglochpiste vom Feinsten. Zu früh gemeckert. Ich hatte gar nichts gegen die andere Straße. Oh, hier links runter. Hier ist eigentlich keine Straße mehr. Nur noch Schlaglöch. Ja. Kannst du es dir überlegen. So, hier werden wir morgen schön Wasser tanken. Haben gerade schon mal die Lage gecheckt. Haben aber beschlossen, das auf dem Rückweg zu erledigen. Wir müssen nämlich noch mal 5 Kilometer weiter. Das ist auch ein deutsches Kennzeichen, ne? Ja, cool. Guck mal, wir werden auch gefilmt. Cool. Wo ist der Papa hin? Also, wir haben uns jetzt hier vor den Tunnel auf den Parkplatz sortiert. Der ist eigentlich voll, aber wir sind wie immer hier super nett. Wir haben jetzt ein anderes Fahrzeug zugeparkt. Also mit Erlaubnis natürlich. Und gucken, wenn jetzt hier noch ein Platz frei wird, dann parken wir nochmal um. Und dann hat er dem Tom gerade gezeigt, wo wir dann morgen hin sollen, wenn wir tagsüber unterwegs sind auf der Fähre. Also die machen das alles. Kostet 5 Euro, aber ich glaube, die sind gut angelegt. Und die Jungs passen dann auch auf. Alles klar. Hier bläst der Wind. So, ja. Also wir können durch den Tunnel spazieren und im Restaurant Safa Tickets kaufen. Ja. Und morgen früh um 7 Uhr müssen wir umparken und da um die Ecke. Fototeam Tom im Einsatz. Auf dem Gipfel geklettert. Ja, extra hier Herr Waghalsig auf den Steinhaufen klettert, damit ihr schöne Bilder zu gucken bekommt. So muss das sein, ne? No risk, no fun. Guckt, das sieht ja schon irgendwie geil aus. 500 Meter durch diesen Tunnel da gehen, auf der anderen Seite ein Ticket zu kaufen. Und hier schlafen wir heute, es ist sehr windig. Ich hoffe, ihr könnt verstehen, was ich sage. Wie oben. Hier versteht man alles. Also, ich habe ja eben die ganze Zeit geredet, habt ihr wahrscheinlich nichts verstanden, wegen dem kompletten Wind. Ich zeige es euch deshalb jetzt nochmal. Kann man leider nicht beleuchten. Hinten steht der Krümel. Da ist so ein ganz kleiner Parkplatz, dummerweise voll zugeparkt. Wir stehen in zweiter Reihe, müssen nochmal umparken morgen früh. Dürfen aber da pennen, kostet 5 Euro. Und gucke heute im Internet jetzt 2 Tickets gekauft für die Fähre. Und wir gucken mal, wie es da hingeht. Da muss man 500 Meter hier durch so einen Tunnel laufen.
Aber der ist beleuchtet. Ich habe eine Taschenlampe bei. War gar nicht nötig. So, hier sind die Furries. Den Spaß haben wir dem Krümel jetzt leider nicht gegönnt. Es geht wohl schon, aber ich kann mir das auch nicht so richtig vorstellen. Die sehen ja doch sehr winzig aus. So wunschgemäß haben wir den Krümel hier jetzt an die Seite gedrückt für den Tag. Und jetzt gehen wir los zur Fähre. Und dann einmal über den Stausee und wieder zurück. Schnell mal einen Sitzplatz löchern. Noch nicht losgefahren und gucken, was schon rumgeht. Boah, hat auch schon einen Freund gefunden, der wird hier durchgefüttert. Erst hat er den Mann angeknurrt, jetzt hat er Brötchen gekriegt, jetzt ist er happy. So, hier ist schon ganz schön voll. Da hinten haben wir aber auch einen sehr schönen Blick schon. Das ist die Staumauer. Doch, wir sind da. Ja, wir sind jetzt in Fierze, als das hier angekommen. Hier ist nur nichts außer einem einzigen Restaurant. Wir wollen jetzt mit Kuba ein bisschen die Beine vertreten und eine Pommes essen. Und das Schöne ist, hier ist es warm. Ja. Ich habe alle Jacken wieder ausgezogen. Hier ist eigentlich T-Shirt-Wetter. Unfassbar, diese Temperaturunterschiede. Aber sehr spektakulär, die Fahrt. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, Kuba. Ja, war super. Ja, ist eine Canyon-Tour. Kann man empfehlen, ja. So, jetzt sind wir auf dem Rückweg. Jetzt haben wir die ganzen Fotos und Videos und Berge und Canyons schon alle gesehen und für euch gefilmt. Jetzt können wir entspannen und ein kleines Nickerchen in der Sonne machen. Hier unten ist es auch viel, viel windärmer. So habe ich mir das auch vorgestellt, und zwar auf dem Dach vom Krümel, mit einem Bierchen in der Hand, Sandwich und entspannt hier durchschippern, aber wir waren ja zu knickerig, selber schuld. Jetzt sitzen wir am Boden. So, leider kein verborgener Schatz, auf dessen Suche wir sind. Aber so mutet es an, als wenn man in der Karibik mit einem Piratenboot einen verschollenen Schatz sucht. Constellations will find a way through the celestial symphony. Will sway with every step we leave our cares behind. What a day, soll ich sagen. War geil, war eine richtig kleine Flusskreuzfahrt. Einmal hin und um bis Fierze, von Koman über den Stausee. Ganz entspannt bei bestem Wetter. Wir haben wieder so eine Sahne gehabt. So schön. Jetzt brauchen wir doch noch einen Stellplatz für die Nacht. Ja. Und jetzt suchen wir erstmal, haben wir auf dem Hinweg geguckt, die Wasserstelle. Dann holen wir uns erstmal neues Wasser. Und dann suchen wir uns einen Platz für die Nacht. Wahrscheinlich noch hier an der Strecke irgendwo. So, wir haben ja versucht, Wasser aufzufüllen an so einer Moschee und im Dorf die Wasserhähne. Da sind wir nicht dran gekommen, beziehungsweise da gab es kein Wasser. Und jetzt nehmen wir das, was Mutter Natur hier hergibt. Wobei, das kommt da hinten aus dem Schlauch. Also das ist eine Quelle. Wir pumpen die Natur an. So sagt man. Wir pumpen die Natur an.
schnell hinterher. So, nach gefühlt 5 Stunden Schlaglochpiste geht's noch einmal hier zwischen den Büschen durch. Und dann bleiben wir hier stehen. Beneath the canopy, rhythm flowing wild. Lost in the jungle when nature runs wild. Gotta move my body, feel the beat inside. Jungle fever, I'm on a joyride. In the rhythm of the rainforest, I find my soul. Drums echoing, taking control. Feel the pulse of the earth, it's all I need. Jetzt überlegen wir mal, wo wir heute Abend hinfahren. Wir haben so eine Winery auf dem Programm von den Überall-Pennern, die Empfehlung. Übrigens herzlichen Dank. Wobei, eigentlich müsste ich mich ja erst dann bedanken, wenn ich weiß, ob es gut ist. Das werden wir dann sehen. Schaut mal, der Sprit ist zwar billig, aber auch schmutzig. Jetzt muss ich erstmal hier den Dreck rauslassen. So ein Mist. So, der Kuba ist schon in Reiseposition, als er da was rascheln hören. Wir haben beschlossen, wir fahren jetzt erstmal ans Meer und morgen zur Winery. Wir mussten gerade durch ein Tor fahren. Das können wir dann auf dem Rückweg noch mal filmen. Da sitzen 2 oder 3 Wachposten. Aber man darf hier durchfahren. Die haben uns durchgewunken und sogar das Tor noch ein bisschen weiter aufgemacht. Also es ist hier irgendwie Militärgebiet. Aber man darf, ja. So, wir haben unser Tagesziel erreicht. Vielen Dank, this old truck, für die Empfehlung. Als ihr hier wart, war es deutlich leerer, aber es ist auch Sonntag. Ich bin gespannt, wie es morgen wird. Wir stehen direkt am Meer an einem traumhaft schönen Strand. Gucken, ob da die Leute alle wegfahren heute Abend. Wir stehen auf jeden Fall sehr cool hier. So, Shevin, zufrieden mit dem Platz? Sind wir wieder im Sand. Ich wollte eigentlich nicht in Sand. Nicht wegen Festfahren, sondern weil den ganzen Scheiß Sand an den Füßen immer kleben hast. Ich fand das in Kroatien geil mit den Steinen. Einmal. So, ist jetzt seit 4 Wochen sind wir unterwegs und das ist der erste Sand. Also. Muss auch mal sein, ne? So, erster Tag am Meer und erster Tag mit neuem Kühlschrank am Meer. Wir gönnen uns was. Ja, gibt alles. So, schaut mal. Es ist kein Postbus. Das liegt ja nahe bei uns, aber. Guck, du passt auf. Wir müssen hier ein kleines bisschen Schützenhilfe leisten. Weil der Bus sich hier im Sand ein bisschen festgefahren hat. Die albanische Hauruck-Hilfe hat es nicht so ganz gebracht. Wir packen jetzt mal unser Equipment aus. Wir haben das ja selber schon oft genug gemacht, also den kriegen wir da schon raus. Keine Sorge. Der Mario arbeitet hart für seinen. Wer hat denn die Surfe? Ja, von nix kommt nix. Hast du die Surfe? Die liegt da. Die ist scheiß schwer, jetzt kommt. Ich muss runter. Nach rechts muss das Sand weg. Ja, ne? Das ist wie eine Straße. Mach rechts weg. Ach Mario, das sieht doch schon mal ganz gut. Ich habe gute Hoffnungen. Ist mal schön, wenn die Jugend ein bisschen arbeiten lässt, ne? Ja. Das muss so wehtun, dass du es nie wieder machst. Ich hab da noch was vor. Dahin investieren wir vielleicht mal. Gute Investition. Gestern muss auf jeden Fall her. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Raus. So. Alle wieder auf festem Boden. Die Flotte steht wieder auf der Straße. Jetzt erstmal runterkommen und dann sortieren. So, nachdem Coco jetzt Jessie und Mario aus dem Sand befreit hat, genau, ich hat sie gedacht, sie können sich jetzt mal ein ordentliches Getränk leisten. Oder auch zwei.
Und das ist im Übrigen der erste Sonnenuntergang, den wir beide jetzt hier sehen. Aber es ungefähr ist, 3 Stunden. Genau, aber es ist, das dauert noch. Ich werfe auch nochmal die Drohne gleich hoch, damit ihr seht, wo wir hier stehen. Aber das sieht ja jetzt so geil aus, ne? Und das ist dann so die YouTube-Realität hier. Da sind noch ein paar Albaner, aber die sind alle irgendwie am Fahren. So sieht's aus. Da waren auch noch ein paar mehr hier. So sieht's aus, als ob wir beide jetzt so ganz alleine hier am Strand wären. Aber wir sagen ja mal gnadenlos die Wahrheit. Deshalb. Nicht immer. Meistens zeigen wir euch die Wahrheit. Manchmal habe ich schon ein Auto, muss ich gestehen, was dann hinterm Krümel verdeckt wird. Aber meistens geben wir uns Mühe, Reality-TV zu machen. So, jetzt aber Brust. Gib Vater mal ja, zum Wohl. Also der Mario, der ist Albaner hier mit dem Defender. Der hat jetzt hier Spuren gemacht. Und er ist der Meinung, da kann man jetzt mit dem T5 von dem der V-Klasse reinfahren. Ich bin gespannt. And he said, don't worry, it's okay here. I'm gonna sell the 4 wheels and stay here forever. Ich fliehe. Er steckt. Er hat Spaß. Also 10 cm haben sie schon. Noch 10 und wir liegen wieder auf der Achse. Jo, ist kein Defender. It's not a Defender. It's perfect. Ui! Nicht zu weit. Gut. Steht. Sehr gut. Also hier ist schon eine Masche am Laufen. Die Jungs, die lotsen die Touristen hier in den Sand und ziehen sie dann raus und wollen Geld. Und da hinten verhandeln sie jetzt gerade, weil die nicht bezahlen wollen. So, mega cool. Wir fahren jetzt mit dem Mario. Das ist der nette Albaner hier. Feuerholz holen. Im Defender. So, wo darf ich rein? Hier hinten. Ist das geil. Very cool car. Thank you. Cool car, it's yours. Yes. This is a good car, but cool, it's yours. Yes. This is the baby of her. That's true. I would like to have a baby. So, Mario will hier ein Stück Land kaufen und eine Bar aufmachen. Für quasi so Oberländer wie wir. Die dürfen dann hier frei parken und er hat gerade gesagt, er wird niemals sagen, ihr müsst dann bei mir essen oder was verzehren, weil die Leute von selber kommen. Und hier ist echt ein tolles Gelände. Mega cool hier. Wir müssen aufpassen, dass wir keinen killen hier. Go left to the water, but it's salt water, it's not so nice. Yeah, I have to wash it when I go home. Yeah. Or maybe you can hunt the wave. Like now, for example. No, this is not a good idea. Also hier würde ich nicht mehr lang fahren. Gut, dass dein Mensch nicht mitgekommen ist. That's off-roading. That's Albania. That's Albania. That's Albania. It's so nice. Hey. Ich weiß jetzt schon, ich liebe Albanien. I love Albania, Mario. It's a land, it's real free. In Germany, all is regulated. You have no chance to do such things. So, der Plan von Mario ist jetzt, diese Äste hinter den Defender zu binden. Und dann ziehen wir die zu unserem Camp. Lustiges gemacht hier. Die Jungs sind echt gut drauf hier, ne? Die Jungs sind so geil drauf.
So, let's go. Let's try to go. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob es funktioniert. Das sieht gut aus. Ich habe mein Handy. Ja, jetzt steigt der Stein. Ne? Lagerfeuer ist gesichert, würde ich sagen. Hör mal, das war mega. Wir sind da um die Kante durchs Wasser. Da war so eine Filmcrew, die hier diese Dinger da baut, an den Mädchen vorbei, den Berg hoch und haben diesen Klotz geholt. Ja, hättest du mitfahren sollen, das war mega. Kaputt, kaputt, Batterie. No, kaputt, kaputt. Kaputt, only empty. Empty. Leute, das wird immer geiler. Jetzt hat Mario, das ist der Albaner, den wir hier kennengelernt haben, mir seinen Land Rover gegeben. Und ich dürfte ja erst am Strand und jetzt hier in die Stadt fahren. Dann fahren wir mit Bier holen fürs Lagerfeuer. Das ist echt cool. Is it typical Albanian beer? Yes, or? I get two typical Albanian beer. What's the mark? No, one is from Albania, Elbar, and Elba? One is from Kosovo. Peja, I know. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night. With fantasies bloom in the pale moonlight, we'll let go of all that we know and dance in the stardust gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. So, ist das nicht eine geile Stimmung? Vor allem den Defender im Hintergrund. Jetzt geht's gleich los. Die erste Pizzaschachtel ist schon verbrannt. Perfect warm beer. Perfect to warm the beer, ja. I forget next to the fire. And in Germany it's still winter. And I burn my hair. You don't need a shaver. Look at the sky, it's so beautiful. Es ist so toll hier. Absolut irre. Auch noch ein bisschen Lagerfeuer. Also das ist echt ein Traumtag heute, hätte ich nie gedacht. Ich muss nur aufpassen, dass der Kuba nicht baden geht. Kuba, Jetzt sitzen wir hier am Feuer. Das ist ja das, was ich so geil finde. Eine schöne Runde, Multikulti. Und wir schwätzen und machen uns einen schönen Abend am Lagerfeuer. Ja. Leute. No!